Haustierradio. Der Heimtierreport. Präsentiert vom ZZF. Mit Olli Sachse. Jetzt geht es um das Thema Pudel und dazu haben wir am Telefon Farah Eggers vom Hundesalon Eggers. Hallo Farah. Ja, hallo Olli. Farah, erzähl unseren Hörern doch erstmal ein bisschen was über euren Hundesalon. Ja, wir haben, also ich seit 8 Jahren und meine Mutter eben seit 12 Jahren haben wir zusammen einen Hundesalon, ganz groß eben in Göttingen in Südniedersachsen. Und da frisieren wir eben seit vielen Jahren alle Hunde, ne, vom Baden, schneiden, trimmen, ne, scheren eben alles, so was der Hund an Pflege eben braucht. Ne. Und ja, da verschönen wir alle und auch für die Gesundheit eben, ne, hübschen wir hier alle Hunde auf sozusagen. Und eine Pudelzucht habt ihr nebenbei oder habt ihr den Salon nebenbei oder? Nee, also der Salon ist unser, ich sag mal so, unser Hauptjob eben, ne, unser Haupteinnahme und die Pudelzucht ist eben so als Hobby, ne, hat das quasi zum Salon angefangen. Da haben wir unseren ersten Pudel eben zum Frisieren üben, haben wir uns den gekauft und sind dann eben auf die, ja, haben wir den tollen Charakter eben und das Wesen der Pudel kennengelernt und daraus hin hat sich dann über die Jahre eben unsere Zucht entwickelt und ja, das machen wir so nebenbei als Hobby quasi. Farah, warum gerade der Pudel? Ja, der Pudel, der wird eben immer sehr unterschätzt, sage ich mal. Also es ist eine sehr, sehr tolle Rasse. Viele sehen leider ihn immer nur so als dieses Modepüppchen und eben wegen den Frisuren, was man viel mitmachen kann. Da haben wir uns natürlich den ersten auch zum Frisieren eben gekauft, haben dann aber doch festgestellt, dass der Pudel halt ein ganz, ganz tolles Wesen und einen ganz tollen Charakter hat. Eben sehr viel anders als andere Rassen. Also es ist eben auch eine sehr fröhliche, lebhafte Rasse. Und die auch sehr anhänglich und treu sind und einem überall hin begleiten. Und auch von der Erziehung sind die sehr, sehr einfach. Also wo man vielleicht bei anderen Rassen teilweise bis zum halben Jahr braucht für einen Befehl, das lernt so ein Pudel teilweise in 5 Minuten, also wenn man das vernünftig und richtig macht. Und eben der ganze Umgang mit der Rasse ist sehr viel einfacher und auch sehr angenehm. Also es ist doch eine sehr vielseitige Rasse eben. Bleiben Sie dran, nach ein bisschen Musik geht es gleich weiter. Gibt es überhaupt den Pudel oder gibt es da nicht auch unzählige verschiedene Varianten? Ja, es gibt, also der Pudel ist ja nicht nur, ich sag mal jetzt eine Rasse oder eine Größe eben. Deswegen gibt es generell bei uns in Europa eben in 4 Größen unterteilt. Es sind einmal die Großpudel, ne, die Kleinpudel, die wir eben züchten. Und dann gibt es noch die Zwerg- und Tollpudel. Das unterscheidet sich eigentlich nur von der Größe eben, ne, von den ein gewisses Zentimetermaß, wo man die unterscheidet eben. Und es gibt natürlich auch noch verschiedene Farben. Insgesamt sind es 6, die anerkannt sind. Das sind einmal schwarz, weiß und braun. Und dann Silber, Aprikot und Rot und eben noch, was man als Neufarben bezeichnet, die sind noch nicht international anerkannt. Das sind so die Harlekin, also die schwarz-weiß gescheckten und die Black and Tan. Und da gibt es natürlich, je nach Farbe und Größe, unterscheiden die sich dann schon auch vom Temperament und vom Wesen eben, ne, und ja, so von der Gesamterscheinung einfach. Bei jeder Rasse gibt es ja so artspezifische Krankheiten auch. Gibt es das bei dem Pudel auch oder ist der relativ frei von sowas? Also beim Pudel gibt es natürlich wie bei allen Rassehunden auch, sind auch über die Jahre, was an Krankheiten aufgetreten ist. Also einmal zum Beispiel die PAA, also dass die blind wurden teilweise zwischen 3 bis 5 Jahren und eben auch die Kniescheiben. Das hatte man früher oft, dass die gerade bei den kleinen Rassen, dass die manchmal auch so ein bisschen locker waren oder auch raussprangen und bei den großen auch die HD eben, ne, mit den Hüften, dass die krank waren. Das hat man aber, weil der Pudel eben, also weil die ein sehr strenges Maß eben zugrunde gelegt haben von der Gesundheit, jetzt sehr gut rausbekommen, auch für die Augen. Da gibt es jetzt richtig seit einigen Jahren einen Gentest, also wo man schon bei einem Welpen bestimmen kann, ob er eben frei von der Krankheit ist oder sie vielleicht so im Innenleben quasi trägt. Und da kann man jetzt schon durch gezielte Zuchtwahl eben, kann man das von vornherein jetzt verhindern. Also wo ich sage, wo wir bei uns eigentlich jetzt auf einem sehr guten Weg sind, wenn man wirklich vom vernünftigen Züchter sich einholt, wo die jetzt doch von den Erbkrankheiten, ich sag mal, so gut wie, ne, frei von sind einfach. Also hat sich viel getan die letzten Jahre. Bleiben Sie dran, nach ein bisschen Musik geht es gleich weiter. Was muss ich denn beachten? Ich will euch jetzt keine Konkurrenz machen, aber wenn ich jetzt auf die Idee komme, Pudel zu züchten, ist das einfach? Der Pudel ist schon, ich sag mal so, von der Zucht her komplex. Also man muss sich da schon sehr informieren. Also einmal gibt es bei uns bestimmte Richtlinien, auch nur welche Farben man eben miteinander verpaaren und kombinieren darf. Da muss man sich zum einen natürlich informieren. Zum anderen ist natürlich auch, wo ich schauen muss, ob mein Hund, den ich jetzt habe, es gibt halt einen gewissen Standard einfach, der festgeschrieben ist, was so ein Hund, ich sag mal, vom Körperbau und vom Gangwerk einfach erfüllen muss, damit er auch zur Zucht eben zugelassen wird. Da gibt es natürlich
natürlich auch so einen ganzen, ich sag mal, so einen Katalog quasi von Richtlinien richtig. Das ist einfach, wenn ich mir jetzt einen Hund kaufe, wo ich erstmal schauen muss, eignet der sich überhaupt, ne, vom Standard her für die Zucht? Und natürlich ist es auch immer schwierig, je nach, ich sag mal, bei den Pudeln ist das so, je nach Größe und Farbe, die ich habe. Manche sind auch etwas seltener eben, da dann natürlich auch einen geeigneten Rüden oder eine Hündin für zu finden, auch ne, das von der Ahntafel eben von den Ahnen von einem passt, ist manchmal dann auch schon nicht ganz so einfach, wo man teilweise sogar bis ins Ausland fahren muss, um dann auch geeignete Hunde eben, ne, zu bekommen. Dass man, und natürlich auch die gesamten Gesundheitsuntersuchungen müssen natürlich vorher gemacht worden sein, sodass man dann wirklich auch gesunde, ne, Hunde auch züchtet hinterher. Da muss man sich schon um einiges, sage ich mal, informieren vorher, ne, dass man das alles erfüllt. Und wenn ich mir jetzt überlege, ich hatte bisher noch keinen Pudel, finde das alles ganz spannend, will mir jetzt einen Pudel anschaffen, worauf muss ich achten oder was sind auch eventuell Ausschlusskriterien, wo du sagen würdest, für mich ist ein Pudel nicht gut? Ja, also einmal natürlich, wenn man jetzt bei uns, also wir züchten ja auch im VDH richtig, im Deutschen Pudelclub, da hat man zum Beispiel auch eine Hotline, wenn man jetzt dort direkt anruft, die eben einem dann auch quasi so eine Welpenvermittlung auch machen, die auch einem sagen, Mensch, die und die Züchter, ne, bei uns zum Beispiel im Verband, die züchten sehr lange oder haben sehr viel Erfahrung, da leiten die dann quasi gleich auch an die guten Züchter eben weiter. Ansonsten würde ich immer gucken, natürlich jetzt als Kunde sind jetzt zum Beispiel, je nach Größe, die ich mir hole, sind die Eltern jetzt eben, ne, auf die Augenkrankheiten, Knie und Hüfte zum Beispiel, sind die da wirklich untersucht. Und das ist so das eine, dass man einmal die Gesundheit abgecheckt hat. Und ich sag mal, einem Kunden würde ich immer empfehlen, dass man auch guckt, wie ist jetzt, ich sag mal so, der Züchter und die Aufzucht, also wie ist das so, leben die am besten auch, dass sie eben mit im Haus, ne, und in der Familie mitleben und auch sind die jetzt sauber, die Welpen, ne, und haben die vielleicht auch von der Sozialisierung, das ist sehr wichtig, dass man da schaut, sind die gut aufgezogen, sind die menschenfreundlich, weil gerade beim Pudel, weil es so eine intelligente Rasse ist, ich sag mal, da kann man halt sehr viel Positives mitgeben im Welpenalter, aber wenn sie natürlich das jetzt nicht lernen oder schlechte Erfahrungen machen, die behalten das für ein Leben lang und das ist natürlich so ein schlecht geprägter Welpe, also da hat man hinterher doch lange Probleme mit, bis man das jemals wieder so rausbekommt aus dem Gedächtnis. Von daher sollte man schon schauen, dass die da einfach gut aufgezogen sind, ne, gut sozialisiert sind, wenn man jetzt sich als Kunde da einen Welpen kauft. Bleiben Sie dran, nach ein bisschen Musik geht es gleich weiter. Fahrer vom Hundesalon Eggers, wir sprechen ja über den Pudel. Ihr seid ja nun mal auch ein Hundesalon und habt auch Ahnung von Pudeln. Da ist ja die Frage sicherlich genau richtig. Muss ich bei der Pflege von Pudeln eigentlich irgendwas beachten, was eventuell anders ist als bei anderen? Ja, also zum einen ist es beim Pudel so, also man muss ihn wirklich sehr regelmäßig bürsten und kämmen, das ist ganz wichtig, weil der Pudel, ich sag mal, der verfilzt insofern etwas schneller teilweise als andere Rassen, weil man muss sich vorstellen, jeder Hund, jede Rasse, die haaren sich ja meist, gerade wenn sich jetzt die Jahreszeit und das Wetter ändert. Beim Pudel ist es so, aufgrund der Locken muss man sich vorstellen, so ein ganz bisschen haart er sich auch, nur die verfangen sich die Haare in den Locken. Also man wird jetzt nicht im Haus oder im Auto, ne, oder an der Kleidung Haare haben vom Pudel, aber dafür verfangen die sich quasi im Fell, was natürlich einfach dazu führt, wenn man jetzt nicht bürsten würde, dass er dann verknoten und verfilzen würde. Deshalb ist das zum einen sehr, sehr wichtig. Zum anderen hat der Pudel einfach aufgrund, ich sag mal, seiner jahrelangen geschichtlichen Entwicklung, hat er ein sehr starkes und schnelles Haarwachstum. Also sprich, man müsste schon so alle 6 bis 8 Wochen muss er einfach zum Friseur und muss geschnitten werden, das sollte man auf alle Fälle wissen. Ansonsten, ich sag mal, ist er so, wenn man ihn jetzt gut gepflegt hat und mit einer kürzeren sportlichen Frisur, ist sonst eigentlich auch pflegeleicht und kann man das gut bewältigen. Wo man halt immer noch darauf achten sollte, dass man eben so die Krallen, dann die Ohren und die Zähne halt, dass man das regelmäßig pflegt und kontrollieren lässt. Aber vom ganzen Rest ist der Pudel da sehr unkompliziert einfach und da hat man sonst, ich sag mal, wenig Probleme auch vom Tierarzt normal. Ne? Das spart man dann so. Der Rest ist eigentlich sehr pflegeleicht. Kann ich mich bei euch denn auch eventuell im Internet ein wenig informieren? Ja, wir haben auch eine große Homepage, also unter www.hundesalon-eggers.de. Also da ist zum einen auch einmal über den Salon natürlich, was wir so als alltagtägliches machen im Salon, kann man sich auch sehr gut informieren, auch von der Pflege und auch verschiedene Frisurvarianten kann man da anschauen, wie man vielleicht auch seinen Pudel eben frisiert haben möchte. Oder natürlich auch bei uns über die Zucht natürlich, ne, die haben wir auch mit drauf, bei unseren Zwinger, da sieht man natürlich auch viel rund um die Pudelzucht eben, ne, und speziell dann nochmal auf das Thema von dem Pudel natürlich, was man so Informatives und Wissenswertes wissen müsste. Fahrer Eggers vom Hundesalon Eggers zu dem Thema Pudel. Vielen Dank für dieses spannende Interview. Ja, bitte. Gern geschehen.
Das war der Heimtierreport, präsentiert vom ZZF, dem Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe Deutschlands e.V. Die gesamte Sendung gibt es bei uns wie immer auch zum Nachhören und Downloaden im Internet unter www.haustier-radio.de, dann in den Bereich Tierratgeber und Heimtierreport, präsentiert vom ZZF. Haustierradio, der Sender für alle Tierfreunde.